Der Welthirntumortag wurde im Jahr 2000 von der Deutschen Hirntumorhilfe initiiert und findet jedes Jahr am 8. Juni statt. Das Ziel dieses Tages ist, mediale Präsenz und Aufmerksamkeit für diese Tumorart zu erzeugen und andererseits auch die Politik dazu zu bringen, Forschung zu fördern. Insgesamt sind Hirntumoren nämlich relativ selten verglichen mit anderen Tumorarten wie Lungentumoren oder Darmtumoren. Dennoch sind etwa 6000 Menschen jährlich in Deutschland betroffen, die an einem bösartigen primären Hirntumor erkranken und etwa 500 Menschen täglich weltweit, die diese Tumorart erleiden. Von daher hat die Deutsche Hirntumorhilfe dort zu Recht ein Zeichen gesetzt und wir versuchen an diesen Tagen besonders Aufmerksamkeit für diese Tumorart zu erregen. Wenn Sie die Diagnose Hirntumor bekommen, ist das zunächst natürlich ein Schock. Das heißt, im ersten Moment stellt sich die Frage, an wen kann ich mich wenden, wer kann mir helfen? Ich denke, heutzutage haben wir sehr viele Möglichkeiten in Hamburg und darüber hinaus, Ihnen zu helfen. Aber es ist doch wichtig, sich an ein Zentrum zu wenden, wo möglichst alle Therapieformen vorhanden sind. Und vor allen Dingen ganz wichtig, wo die Kollegen auch miteinander sprechen, in Tumorkonferenzen beraten, was die nächsten Schritte sind. Der erste Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin ist ja in aller Regel dann doch der Neurochirurg, weil die Frage zu klären ist, ist das ein Tumor, den man operieren muss, kann oder soll? Und das zweite ist dann, nachdem die Diagnose gestellt ist durch die Gewebeuntersuchung, wie es weitergehen soll. Und da ist es dann ganz wichtig, spätestens da, dass die Kolleginnen und Kollegen miteinander sprechen hinsichtlich Strahlentherapie, Chemotherapie oder einfach nur ein abwartendes Verhalten. Aber das ist ganz wichtig, dass sie da betreut sind. Und auch in der Folgezeit ist es ja leider so, dass Hirntumoren nicht mit der ersten Behandlung fertig behandelt sind, sondern dass sie weiter in Kontrolle bleiben müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass jemand da ist, der sie betreut, der die regelmäßigen Kernspintomographien sich anschaut und mit ihnen bespricht. Und da ist es erfahrungsgemäß nicht ganz einfach, da Patientinnen und Patienten mit Hirntumoren so ein bisschen durchs Raster fallen mitunter. Die Onkologen sind eher auf Tumoren spezialisiert, wie Darmkrebs und Brustkrebs und Lungenkrebs. Und die Strahlentherapeuten sind irgendwann natürlich auch mit der Behandlung fertig. Von daher ist es wichtig, ein Zentrum zu haben, was auch eine weitere Betreuung anbietet und sie auf ihrem Weg begleitet. Hirntumore haben ja häufig die Eigenschaft, kaum Symptome zu machen. Das ist ja gut und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Und deswegen kontrollieren wir sie ja regelmäßig mit Kernspintomographien, um ein mögliches Wachstum frühzeitig zu erkennen. Manchmal gibt es jedoch auch Symptome und häufig sind diese Symptome durch epileptische Anfälle ausgelöst. Anfälle sind ein häufiges Problem bei Patientinnen und Patienten mit Hirntumoren und werden natürlich zunächst medikamentös behandelt. Allerdings gibt es da immer wieder auch Patienten, wo eine Behandlung mit Medikamenten alleine nicht zur Anfallsfreiheit führt. Und da ist es dann ganz wichtig, jemanden zu konsultieren, der überlegt, ob die Anfälle womöglich auch durch eine Operation gebessert oder sogar zur Heilung gebracht werden können. Denn häufig ist es so, auch wenn der Tumor nicht als Ganzes zu entfernen ist, kann es sein, dass wenn man einen bestimmten Teil des Tumors entfernt, die Anfälle verschwinden. Und das ist für die Lebensqualität natürlich eine gewaltige Verbesserung. Von daher ist es wichtig, dann sich an einen versierten Epilepsiechirurgen zu wenden, der auch kooperiert mit einem Epilepsiezentrum, wo alle diagnostischen Möglichkeiten vorhanden sind, zum Beispiel wie ein kontinuierliches Video-EEG-Monitoring, um genau festzulegen, sind Sie ein Kandidat oder Kandidatin, wo man eine Operation zum Einsatz bringen könnte, um die Anfälle zu beseitigen und Ihnen damit wieder Lebensqualität zu schenken. Musik